Na dann, auf geht's. Ich mache heute eine Seven versus Wild Reaction. Diese Sendung soll sehr gut sein. Ich schau mal rein. Wir starten natürlich mit Folge 1 und los geht's. Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei Seven vs. Wild. Der Noch Fernspieler ein Boni sitzt, das bisschen die heißt, es wird ernst. Sieben Kandidaten werden Auflösung ausgesetzt, genau anpassen. sieben Tage in der Wildnis von Schweden. Und jeder konnte sich im Vorfeld Okay. sieben Gegenstände aussuchen, die ihm das Funktioniert. Überleben ein bisschen einfacher machen. Mal ein bisschen Es gibt leiser. zusätzlich noch jeden Tag eine Challenge, die So. bewältigt werden muss. Und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit dem Equipment. Das ganze Projekt soll natürlich Bin fotografiert gespannt. und gefilmt werden. Deswegen gibt es ein Technik-Kamera-Case. Dort haben Reaction. wir zwei Action-Kameras drin. Passend dazu natürlich noch Akkus, Ladegeräte, Speicherkarten, diverse Na dann. Befestigungen, wie zum Beispiel ein Headstrap für den Kopf oder auch ein Stativ. Zusätzlich bekommt noch jeder Teilnehmer eine Kopflampe mit nochmal Ersatzbatterien, damit auch in der Nacht für euch die eine oder andere Aufnahme eingefangen werden kann. Und die Stromversorgung funktioniert mittels Macht Sinn. Powerbanks, die für den Worst Case auch nochmal Solar drauf haben. Sicherheit spielt bei so einem Projekt natürlich auch eine große Okay. Rolle, denn ich persönlich will nicht, dass jemand mit den Füßen zuerst wieder rauskommt. Deswegen gibt es ein Erste-Hilfe-Set hier an der Seite. Ja, das trägt der Kandidat immer bei sich, ist aber verblombt. Das heißt, man sieht, ob das Ganze benutzt worden ist oder nicht. Und das führt auch zu Punktabzug. Im Worst Case greift man einfach hier ran, läuft da ein bisschen rum und dann bricht das automatisch. Dann kann man das aufmachen und sich hiermit quasi versorgen. Ganz wichtig, die Sachen, die hier drin sind, sind für den absoluten Notfall, wenn die Kacke am Dampfen ist. Wenn ich hier einen Okay, Verbandsmaterial und was, das ist wahrscheinlich Jod, Jodsalz, hätte ich fast gesagt, nie, einfach Jod zum Wunden desinfizieren. Klingt erstmal gut bis hierhin. Mal gucken, ob das wirklich weiterhin funktioniert. Also auch dieses Elektronik-Kit macht erstmal einen guten Eindruck. Allerdings zwei solche großen Powerbanks, die mit Solar sind, halte ich dann doch ein bisschen für übertrieben. Schieber Aber mal oder so ein sehen. Zeckenzange oder irgend so ein Quatsch ist hier natürlich nicht drin. Sondern wenn man sich stark verletzt und eine Blutung stillen muss, dafür ist hier gesorgt. Das Ganze darf nicht zweckentfremdet werden, also jetzt hier mit der Mullbinde anfangen, irgendwie Feuer zu machen oder das ja als Paracord-Ersatz nehmen. Das ist für den absoluten Notfall. Je nach Situation kann es natürlich dazu kommen, dass man jetzt Hilfe rufen muss. Und dafür befindet sich hier hinten ein Telefon. Dieses Hilfe, Telefon ist nochmal Hilfe. extra in einer Hülle mit einer Blombe. Das heißt, man bricht das Ganze wieder Nochmal verblombt. und kommt nun an das Telefon, welches Okay. ausgeschaltet ist, man dann anschalten muss und damit kann man Hilfe holen. Das sieht für mich aus wie ein iPhone mit diesen drei Kameras hier Ihr hinten. seht schon, das Handy muss natürlich auch optimal geschützt werden, hat ein Panzerglas vorne drauf und befindet sich in einer Outdoor-Hülle von natürlich Rhino Shield. Ja. Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen sind bei diesem Projekt mit am Start, machen das Ganze überhaupt erst möglich, denn das ist das größte Projekt, was ich je auf meinem YouTube-Kanal umgesetzt habe. Hier sind viele Leute involviert, viel Planung und der Spaß kostet auch ordentlich. Rhino Shield stellt verschiedenste Handyhöhen für alle möglichen Modelle her. Und Okay. bei diesem Projekt kommt es halt wirklich drauf an, Das ist denn der das hier Werbepart hier gerade sichert mit eben. unter anderem unsere Lebensversicherung. Das muss funktionieren und optimal geschützt sein. Ich bin kein Freund von Theorie, sondern von Praxistests. Und rauf auf den Stein. Ui. Die Hülle hat gut was abbekommen. Ich Toll. habe mit der Ecke genau einen Stein getroffen, aber dafür ist sie auch da, denn das Handy und vor allem auch die Kameralinse ist heile geblieben. Doppelt hält besser. Wozu brauchst du zum Hilferufen eine Kamera? Hat dein Kameramann gerade abgeworfen oder Ganz was? viel Impact. Die Frage ist, wie sieht das Telefon da drunter aus? Auf jeden Fall gut Moos drin. So. Er knallt so einfach mal ordentlich auf dem Stein, Mensch. Ja, sag ich doch, ein iPhone. Handy hat's überlebt.
Höhle hat ein paar schöne Blessuren abbekommen. Rhinosheet ist Hauptsponsor dieses ganzen Projekts. Also ja, für die toll. Zwei Monate jetzt hier am Start. Wenn ihr euer Smart- Boah, fang doch einfach an. Laberst jetzt 5 Minuten. Unterwegs zu sein. Auf jeden Fall auch mal den Link in der Videobeschreibung checken. Der hat das Ganze hier vor Ort mit ausgekundschaftet und auch mit möglich gemacht. Und dann gibt es noch... Und die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Quatsch jetzt. Die größten Gefahren sind die Unterernährung, Unterkühlung und darauf folgende... Rettungsdienst, okay. An eine relativ große Population an Wölfen, die sich hier doch sehr... Oh, Wölfe. ...haben, gerade in der Gegend, wo wir jetzt hier sind. Wir haben natürlich das... wie ja, Wildschweine, Elche, die zwar auch schön sein können, aber auch gefährlich. ...stände sich die einzelnen Teilnehmer entschieden haben... Ja, natürlich sind die gefährlich, so ein Quatsch. Okay, schauen wir mal. Teilnehmer, jetzt wird's spannend. Karl, aka der Bommel. Feinschmecker, Gear-Junkie, 100 Kilometer okay. Finisher. Wenn es um Geschmack geht, lässt Bommel nicht mit sich streiten. Er ist der Chefkoch, am Lagerfeuer oder in der Heckküche seines selbstgebauten T5-Bullis. Am liebsten ist er mit den besten Produkten, die der Outdoor-Bereich zu bieten hat, unterwegs. Ist seine High-End-Ausrüstung ein Vorteil? Als ersten Gegenstand High-End-Ausrüstung. Okay, schauen wir mal. Einen Schlafsack gewählt. In dem Falle der Carinthia Defense 4. Weil sehr schlau. Schlaf ist wichtig und deswegen kommt ein guter Schlafsack mit. Als zweiten Gegenstand habe ich einen Tarp gewählt, 3x3 Meter. In dem Falle jetzt mit Kammermuster. Ganz klar, das Wetter ist sehr wechselhaft in Schweden und deswegen Tarp als Regen- und Windschutz. Mhm. Mein dritter Gegenstand ist dieser Topf mit Deckel, dass Töpfe. Man Wasser sucht, dort das Wasser aufbewahren kann. Und natürlich, falls man Bären sammelt oder irgendwas anderes sich zubereiten möchte, dass man dann ein entsprechendes Gefäß hat. Als nächsten Gegenstand macht Sinn. Habe ich hier mein Parasol. Ein Seil. Ganz klar natürlich, um entsprechend das Tarp zu befestigen oder Fallenbau oder ähnliches oder einen Unterstand etc. Also einfach als Befestigungsmaterial. Als fünften Gegenstand habe ich gewählt eine Hängematte mit Moskitonetz. Primär nicht um zu schlafen, sondern einfach um den Vorteil des Moskitonetzes zu nutzen. Also Insektenschutz. Gegenstand Nummer 6 wäre bei mir die Axt. Okay. Klar, natürlich um in erster Linie Holz zu bearbeiten, aber auch die Klinge als Schneidefläche zu nutzen. Macht Sinn. Und der letzte Gegenstand, ganz klar Feuerstahl, denn ohne Feuer könnte es kalt werden. Das größte Problem wird für mich, glaube ich, der Regen. Recht. Okay, Typ ist grundsätzlich erstmal ganz gut ausgerüstet. Kann man erstmal nicht meckern. Also gucken wir mal weiter. Ich bin kein Freund von Regen. Ich glaube, am schwierigsten wird's Chris. Er ist schon Freund von Regen, wenn er nass wird. Weil ich denke, dass er die wenigste Erfahrung im dauerhaften Draußensein hat. Wenn ich gewinnen sollte, würde ich das Geld gerne der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger spenden. Warum ausgerechnet dieser Ach, schön. Ganz einfach, weil die Seenotrettung in Deutschland unterfinanziert ist und deswegen für mich ein wichtiges Thema. Was ist in Deutschland nicht unterfinanziert, ist die große Frage. Dave Hendricks, Kreativkopf, Jungunternehmer, Workaholic. Wer ohne Vorerfahrung einen 4000er bestellt, ist extrem mutig. Was, der hat meinen Namen. Vielleicht ist eine Kombination aus beidem Daves Erfolgsrezept. Lösungsorientiert und ambitioniert geht er jedes Problem an, das sich ihm in den Weg stellt. Aber kann ein absoluter Neuling ohne Vorerfahrung 7 Tage in der Wildnis überleben? Der erste meiner 7 Gegenstände, ein Feuerzeug, nicht wie ich vermute bei vielen anderen vielleicht ein Feuerstahl. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, deswegen Feuerzeug. Zweiter Gegenstand, ein Messer, was für eins, keine Ahnung, aber ein stabiles, auf das ich draufhauen kann, für kleineres Holz, für normale Arbeiten, für alles, was ich so machen werde. Gegenstand 3, 3 Gegenstände, ich als Stadtkind, Hygieneset, wir haben Zahnputzzeug und eine biodegradable Seife, damit ich die 7 Tage auch schön reinlich bleibe. Gegenstand 4, zum Messer noch dazu, eine Klappsäge für größere Holzarbeiten, zum Camp bauen, zum Feuerholz machen in großen Mengen. Ich glaube, die wird mir den Arsch retten. Gegenstand 5, ein Topf oder ein kleiner Becher mit Griff für Wasser für Kochen, wenn es dazu kommt. Und alles, was es über dem Feuer zu machen gibt. Gegenstand 6, ein Tarp zum Regenschutz.
wirklich essentiell und es würde mich wundern, wenn das jemand nicht dabei hätte. Gegenstand 7, mein Decathlon-Schlafsack, Komforttemperatur bis 5 Grad, hat mir wunderbare Dienste geleistet auf dem Berg auf der Fahrradtour und das wird er hoffentlich auch hier tun. Keine Daune, weil so kann er nass werden. Okay, grundsätzlich auch erstmal ganz gut ausgerüstet. Sein Einwand, gerade keine Daune, kann nass werden. Hat er vollkommen recht. Daunen werden wirklich nass und saugen sich mit Wasser voll. Deswegen würde man mit einem solchen Schlafsack frieren. Schauen wir mal weiter. Schlaf, trockener Schlaf, genug Schlaf und Essen werden. Das alleine sein für 7 Tage vielleicht. Ich glaube, niemand bricht ab. Wir beißen uns alle durch, aber ich wäre vermutlich die Person, die als erstes rausfliegen würde. Wenn ich gewinnen sollte, geht das Geld an Amnesty International, weil die sich um so ziemlich alles kümmern, was so falsch läuft. Survival Martin. Prepper, Überlebenskünstler, Entertainer. Der wohl verrückteste Kerl, dem man auf YouTube begegnen kann. Er schreckt vor nichts zurück, auch nicht vor waghalsigen Experimenten und Selbstversuchen. Er hat bereits 14 Tage am Stück nichts gegessen, doch lange alleine war er noch nie. Wird die Isolation ihn in die Knie zwingen? Der erste meiner 7 Wie kommt denn der im Lockdown zurecht? Offensichtlich gar nicht, habe ich das Gefühl. Normaler Military Sleepback, ähnlich wie der Defense 4. Dann habe ich eine Hängematte, die habe ich. Schlafsack, macht Sinn. Wasserfilter, weil ich keinen Durchfall möchte. Ein arschgeiles Messer, weil ich Fische ausnehmen will. Ein Feuerzeug, erklärt sich selbst. Eine Baumarktplatte, 3x3 Meter. Und zum Schluss mein Angelset. 25 Meter Sehne, 5 Haken. Oh, ist gerade aufgegangen. Und 2 Vorfächer. Mein größtes Problem bei Seven vs. Wild wird die Isolation sein. Ich war noch nie in meinem Leben 7 Tage, kein Zelt. 7 Tage ohne Social Media oder sonst irgendwelchen menschlichen Kontakt. Ich glaube, der Erste, der bei Seven vs. Wild rausfliegt oder geht, freiwillig oder auch nicht, wird wahrscheinlich Chris sein. Weil er hat die wenigste Erfahrung und, glaube ich, nimmt das alles ein bisschen lockerer als der Rest. Sollte ich bei Seven vs. Wild gewinnen, gehen die 10.000 Euro an die DLG Lütjenburg, denn die haben mich bei meiner Rettungsinsel unterstützt und retten jeden Tag Leben und brauchen jeden Cent. 10.000 Euro ist ja ein Witz. Okay, mal kurz auf ihn zurückzukommen. Er ist nicht ganz so gut ausgerüstet, er hat zum Beispiel kein Zelt. Aber eine Plane zumindest ist schon mal etwas. Naja, ob das nun gut ist oder nicht, naja, lassen wir es mal dahingestellt. Mal gucken. Wenn Niklas nicht gerade in brennende Häuser rennt, um Babys und Jungfrauen zu retten, dann findet man ihn meistens im Wald. Er interessiert sich als Jäger nicht nur für Wild, sondern auch für nützliche und essbare Pflanzen. In seinem Leben geht es täglich um wichtige Entscheidungen. Doch kann er auch die richtigen für sich selbst treffen? Mein erster Gegenstand ist... Wenn er es nicht kann, ist er als Feuerwehrmann, wenn man falsch aufgehoben. Schlafsack, weil ich denke, guter Schlaf ist sehr wichtig. Mein zweiter Gegenstand ist das Helikontainer. Hast du recht. 3x3 Meter, weil ich denke, dass auch Feuchtigkeit hier eine große Rolle spielen wird und ich möchte vor Regen und Witterung geschützt sein. Ein 2,5 Liter Kochtopf aus Edelstahl mit einem Deckel, den man ebenfalls als Pfanne nutzen kann. Als vierten Gegenstand nehme ich sehr effizient Fahrradkord mit. Damit kann man alles Mögliche machen. Und insgesamt habe ich ja mit den Strängen, die hier drin verarbeitet sind, weitaus mehr als 30 Meter. Der fünfte Gegenstand, natürlich ganz wichtig, ein Feuerstahl, ein On-Fire-Feuerstahl, um mein Feuer anzubekommen. Als sechsten Gegenstand habe ich das Oberland Arms Widerer, ein schön langes Messer mit durchgehendem R. Kann man viel mitmachen, kann man schnitzen, betonen. Sehr, sehr wichtig. Als siebten Gegenstand habe ich mich für eine Säge aus dem Baumarkt entschieden, ist von Fiskars. Ich wollte keine Klappsäge mitnehmen, weil das Packmaß ja hier keine Rolle spielt und umso länger die Säge, umso größere Stämme kann ich sägen. Ich denke, mein größtes Problem könnte... Guter Einwand. Grundsätzlich auch erstmal gut ausgerüstet, also Schlafsack, Zelt, Topf, Seil, Feuerstahl, okay, man könnte auch ein Feuerzeug nehmen, Messer und eine zusätzliche Säge. Ja.
Hätte anstelle der Säge wahrscheinlich was anderes mitgenommen, aber okay. Ich bin ja bei der Sendung nicht dabei. Also gucken wir mal weiter, was er zu sagen hat. Alleine war und noch nie 7 Tage ohne Handy. Allerdings freue ich mich auch genau darauf am meisten. Wer als erstes rausfliegt, ich habe keine Vermutung. Ich weiß nicht, vielleicht Chris oder Dave, weil die nicht so viel im Wald zu tun haben und noch nie so oft draußen waren, denke ich. Aber Chris ist so ein Urban Survivor, der schläft auch im nassen Schlafsack, dem ist das scheißegal. Ich kann Dave nicht einschätzen, der sitzt vor kurzem auf dem Berg, aber das wären die beiden, wo ich sagen würde, vielleicht sind die als erstes draußen. Sollte ich das. Moment mal. Du bist selber noch nie 7 Tage oder nur einen Tag ohne Social Media gewesen und auch noch nie länger als einen Tag, überhaupt mal einen Tag lang allein gewesen und sagst zu über andere, dass sie zuerst rausfliegen. Ich behaupte mal, du hast selber auch keine Erfahrung im Wald. Also keine Outdoor-Erfahrung und von daher, also das klingt total Quatsch, was er da Wenn ich redet. gewinne, was ich natürlich hoffe, wird meine Spende an die Jugendfeuerwehr gehen, weil ohne die Jugendfeuerwehr wäre ich nie zu meinem Traumjob zur Berufsfeuerwehr gekommen. Also das hat es gerade eigentlich nochmal bestätigt, also als Feuerwehrmann, okay, da hat man zwar mit Feuer zu tun, man muss auch mal einen Waldbrand löschen, aber im Wald sich aufhalten muss man als Feuerwehrmann definitiv nicht. Da hat man andere Übungen. AKA Reloadie Hack, Streamer, Lost Place Oldschooler, Chatroulette. Schauen wir mal weiter. Als ehemals größter YouTuber im Bereich Lost Places und Urban Exploring hat Chris schon einiges erlebt. Aber auch im Bereich Outdoor und Bushcraft ist er kein Anfänger. Sorglos kriecht er in Löcher, klettert auf rostige Dächer und legt sich im Wald in den Dreck. Allgemein wird ihm eine hohe Schmerz- und Leidenstoleranz zugeschrieben. Ist seine Scheißegal-Einstellung hinderlich oder vorteilhaft? Zu meinen 7 Gegenständen. Als erstes, glaube ich, jeder nimmt den mit, und zwar einen Schlafsack. Das ist Gucken wir uns mal ein an, was er Feuershop. hat. Vergleichbar mit dem Defense 4 ist eigentlich für den Winter gedacht, aber wir sind ja in Schweden, da wird es auch nachts mal ein bisschen kälter. Deswegen der Schlafsack. Nummer 2, Messer. Ich glaube, ohne Messer geht auch keiner raus. Das ist jetzt hier ein SE4. Ist eine relativ große Klinge, relativ stabil. Damit sollte eigentlich alles easy machbar sein. Zur Holzbearbeitung habe ich mich für eine Säge entschieden. Und zwar für eine richtig große Säge. Das ist der Big Boy von Silky, um ein bisschen was. Also wirklich jetzt dicke Stämme durchsägen zu können, ein bisschen was zu bauen, weil ich kein Tarp mit habe. Mein 4. Gegenstand wird ein Feuerstahl sein, und zwar ein richtig großer, damit ich auch Feuer ankriegen Okay, kann. er Ich hat habe auch kein keine Zelt Angst. dabei. Ja, weil wenn es regnet, bin ich hier mit auf der sicheren Seite. Nee, bist du nicht. Mit so ein paar Funken kriegst du kein Feuer an, Junge. Wenn es nass ist, das Holz und sowas, kriegst du damit nichts an. Sein. Und zwar ein kleiner Titantopf, 750 Milliliter zum Kochen, zum Braten, um was zu trinken. Sollte man auch immer dabei haben. Gegenstand Nummer 6. Ich glaube, ich bin damit der Einzige. Ein Hygieneset mit einer Zahnbürste, mit einem Stück Seife und Zahnputztabletten. Ja, weil ich kann auf alles verzichten, aber 7 Tage lang keine Zähne putzen. Und der letzte Gegenstand. Ja, das sind deine Zähne halt hinterher hinüber. 5 Haken und 25 Meter Schnur, damit ich auch was zwischen die Kiemen kriege. Weil ohne Essen wird schwierig. Schönes Wortspiel zwischen den Kiemen kriegen und angeln. Meine Finde ich größten gut. Probleme durch die Essensbeschaffung, das soll ja klar sein, ne? 7 Tage. Okay. Hier ist wirklich mal ein Unterschied. Der Typ hat kein Zelt dabei und auch kein Moskitonetz. Das ist definitiv ein bisschen herausfordernder für ihn. Dafür hat er aber doch einen Schlafsack. Das ist das Minimum, was er haben muss. Und von daher, also seine Ausrüstung ist nicht schlecht. Er wird damit erstmal zu tun haben, einen Unterschlupf zu bauen, weil er eben kein Zelt hat. Und deswegen, na, entweder wird er sich eine Höhle suchen oder halt einen Unterstand und wie eine Art Höhle quasi selber bauen. Was ja durchaus Sinn macht. Und an der Stelle muss ich auch sagen, macht die lange Säge auch einen durchaus, ja, macht die Säge auch durchaus Sinn. Genau. Nichts Gucken wir mal weiter. zu essen habe ich so noch nicht gehabt. Vielleicht auch die Kälte, weil es wird nass, auf jeden Fall. Hat ja heute schon geregnet.
Und ich glaube, wenn ich dann da wirklich nass liege und der Schlafsack auch nass ist und vor allem nachts ein bisschen kälter ist, dann, und vor allem wenn man wenig isst, dann frisst du noch schneller. Ich glaube, so Nässe, Kälte und das Essen natürlich. Jetzt erst rausfliegt. Ich glaube Dave, weil Dave meiner Meinung nach oder meines Wissens nach noch nicht draußen gepennt hat, nicht mal eine Nacht oder so richtig Open Air, quasi ohne Zelt, ohne alles. Und ich glaube, der überschätzt sich da leicht. Wenn ich gewinnen sollte, geht das Geld an das Tierheim in meiner Nähe, also Tierheim Berlin. Das ist quasi Support Your Locals. Die brauchen immer Geld, die haben da sehr viele Tiere, da muss Essen gekauft werden, die brauchen mehr Raum, die brauchen andere, weiß ich, Medikamente oder andere Geräte. Also ans Tierheim Berlin, auf jeden Fall. Okay. Fabio Schäfer, Naturbursche, Mountainbike. Fabio, okay. Fabio verbringt viel Zeit in der Natur, sowohl auf dem Bike als auch zu Fuß. Seine Füße benutzt er außerdem auch, um Gegner im Oktagon kaputt zu treten. Aber er ist auch liebevoller Familienvater. Ein Mann mit vielen Facetten und mindestens genauso viel Biss. Ist sein Kampfgeist der Schlüssel zum Sieg? Mein erster Gegenstand ist hier. Mal sehen. Ohne Messer geht nichts in der Wildnis, gibt mir Sicherheit und das war ganz klar Gegenstand Nummer 1. Der zweite Gegenstand ist Feuerstahl. Das ist so ein Luxusprodukt für mich, weil der spendet mir Wärme und deshalb habe ich den ausgewählt. Das war's, mehr habe ich nicht dabei. Warum? Ich hatte nach meiner Einladung relativ schnell meine 7 Gegenstände in der Liste runtergeschrieben und dachte mir dann, boah, ich habe so Bock. Vorfreude am Start, ich bin gehypt, aber habe so für mich gemerkt, ich habe keinen Bammel, ich habe keine Angst. Und hier das Projekt geht ja auch darum, an seine Grenzen zu kommen, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Und dann dachte ich, muss einfach ein paar Sachen. Okay, keine Angst haben ist ja eine Sache, aber das, was du hier tust, ist meiner Meinung nach ganz großer Unsinn. Also, du hast kein Zelt dabei, kein Schlafsack, kein Überlebensset, rein gar nichts. Also ein Messer und ein Feuerstein ist ja schön, aber du wirst so übelst frieren, wenn ich allein schon mal deine Kleidung sehe. Hier, das ist alles Wolle. Wolle und ist für Outdoor absolut schlecht. Und Wolle zieht sich genauso wie Daunen mit Wasser voll. Er wird so übelst frieren, der Typ. Der hat null Erfahrung, was da, Outdoor angeht. Von draußen rumlaufen, das mag eine Sache sein. Damit kann man draußen rumlaufen, ja. So 3, 4, 5 Stunden vielleicht, ja, das geht dann. Aber dann muss man auch dringend wieder rein. Denn damit, ganz ehrlich, da wirst du erfrieren. Sorry. Das ist totaler Quatsch, den du hier machst. Also das ist verantwortungslos. Du wirst wahrscheinlich der Erste sein, den die Notärzte rausholen müssen. Aber gut, schauen wir mal weiter. Sollte es nur das Messer sein, aber das habe ich mir dann doch nicht zugetraut, weil ich dachte, Feuer wäre schon ganz nice. Und jetzt sitze ich hier und bin zum ersten Mal aufgeregt, kurz bevor es losgeht und weiß somit, dass die richtige... Okay, wenigstens hat er dann ans Feuer gedacht und das nicht auch noch gestrichen. Der Regen sein. Nässe, Kälte, ich habe keinen Tarp dabei, ich habe keinen Schlafsack dabei. Das heißt, selbst wenn ich den Tag über nass werde, im Regen rumlaufe, Nahrung besorge, habe ich nicht im Hinterkopf, heute Nacht liegst du schön warm im Schlafsack unter dem Tarp, das sich vor weiterem Regen schützt. Und das wird meine größte Herausforderung, plus, dass ich schlichtweg meine Family, meine Frau und meine Kinder vermissen werde. Boah, ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand rausfliegt. Also im Moment... Ja, du. Ich konzentriere mich nur auf mich und denke darüber nach, wie meine nächsten Tage werden. Ich hoffe für alle, dass sie ihre Ziele schaffen, aber wer jetzt rausfliegt, kann ich gar nicht sagen, weil ich so im Tunnelblick einfach bin und mich nur auf meine Sache konzentriere. Das Geld würde ich gerne spenden an Wings for Life. Die setzen sich schon seit etlichen Jahren dafür ein, dass es irgendwann eine Heilung gegen Querschnittslähmung gibt. Und ich als Extremsportler oder jemand, der viel Risiken auf dem Mountainbike eingeht, werden jetzt vielleicht ein paar Leute denken, okay, klar, aber du bist ja selbst schuld, wenn du dich irgendwie ablegst und dir den Rücken brichst. Aber laut Statistik ist es so, dass die meisten Leute durch Unfälle zu Hause und auf der Arbeit und im Straßenverkehr im Rollstuhl landen. Und ja.
hast du recht, laut Statistik stimmt das. Die muss man aber auch mal ein bisschen durchdenken. Also, wie viele Menschen sind zu Hause, machen zu Hause irgendwelche Sachen, fallen da vielleicht vom Stuhl? Und wie viele Menschen sind im Mountainbike in der Wildnis unterwegs? Ich sag mal so, weltweit gesehen, ich würde mal sagen, 7,5 Milliarden zu vielleicht 1 Million. Ist ein kleiner, großer Unterschied. Wings for Life setzt sich da unheimlich ein und forscht weltweit mit führenden Ärzten, und das würde ich gerne unterstützen. Fritz Meinecke, Abenteurer, Okay. Buschkrafter, Fußbusfahrer. Er ist seit Jahren die Anlaufstelle auf YouTube, wenn es um den Outdoor-Bereich geht. Alpenüberquerung, 1500 Kilometer Fahrradtour und diverse andere Abenteuer haben ihn bekannt gemacht. Doch seine Anpackmentalität gipfelt häufig in maßloser Selbstüberschätzung. Ist Erfahrung ein entscheidender Faktor? Als erstes habe ich mich für ein 3x3-Meter-Trap entschieden, um mich optimal vor Regen und Wind schützen zu können. Weiter geht's mit einem sehr, sehr dicken Schlafsack, denn den kann ich zur Not aufmachen. Und wenn ich mehrere Tage nichts esse, baut mein Körper ab und ich friere auch deutlich schneller. Dann das Thema Wasser bzw. Macht Nahrung. Da kann ich Sinn, mir was macht drin jeder kochen und Mensch. auch was drin sammeln. Ein Gefäß, ja, ein Edelstahltopf. Dann, um Feuer zu machen, brauche ich natürlich auch etwas. Hier gibt es einen schönen Feuerstahl in Orange mit einem orangen Stück Paracord, falls ich den verlieren sollte, dass ich den wiederfinde. Dann hier in dieser kleinen Box mein Angelset, bestehend aus insgesamt 25 Meter Schnur, 5 Haken und 2 Stahlvorfächern. Dann als vorletzten Gegenstand 30 Meter Paracord zum Basteln und für verschiedenste Projekte. Und als letztes das Herzstück meiner Ausrüstung, meine Kukri. Ja, ist eine Art Machete, ein Messer mit einem sehr schweren Kopf. Das heißt, ich kann hier irgendwie hacken, ich kann hebeln, aber ich kann auch ganz feine, filigrane Arbeiten machen. Die größte Herausforderung. Okay, klingt erstmal nicht schlecht. Er ist gut ausgerüstet. Schauen wir Für mich mal, was ist er definitiv das noch Thema sagt. Nahrung. So zumindest in der Theorie. Wie es wirklich in der Praxis aussieht, werde ich erst sehen, wenn ich draußen bin. Wer bricht als erstes ab? Für mich gibt es drei Wackelkandidaten. Das ist einmal Dave, einfach weil er die wenigste Vorerfahrung hat. Und bei Chris und Bommel bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Motivation und das Mindset da ist, wie bei anderen. Aber auch da werden wir erst in der Praxis wirklich sehen, und ich hoffe natürlich, dass sie mich. Mal kurz das Ganze zu erklären. Das Mindset ist quasi die innere Einstellung dazu, ob man das Ganze schaffen kann und will. Also man muss quasi vom Kopf her schon dabei sein, dass man das Ganze eben praktisch schon geschafft hat und eben auch als Sieger daraus hervorgehen kann. Wenn man das nicht hat, wird es sehr schwer. Sollte ich den Sieg nach Hause holen, dann gehen die 10.000 Euro an Mission Erde e.V. von Robert Mark Lehmann, denn da war ich selbst schon mit bei den Projekten vor Ort und weiß, dass das Ganze gut investiert ist und in den Umweltschutz fließt. Ihr habt gerade alle Teilnehmer und deren Ausrüstung gesehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt weiß keiner voneinander, was der andere mit hat. Auch ich nicht. Aber genau das wird sich jetzt ändern. Jetzt sehen wir das allererste Mal, was alle so dabei haben, und wir gehen einfach so ein paar Rubriken durch und gucken mal, ob jeder dafür gesorgt hat, und starten mit der Rubrik Shelter. Das heißt. Na, grundsätzlich sind es ja alle recht ähnlich ausgerüstet, bis auf Genau, der und eine, dann ist der die nur Frage, zwei was Sachen machen dabei wir? hat. Zum Thema Shelter? Thema Shelter. Ja. Ja, das ist schon ziemlich geil, ne? Da fehlt Okay, doch okay, das ist. also, Das ist schon mal ganz spannend, weil Fabio und Chris haben anscheinend nichts für den Thema Shelter dabei. Krass, ey. Okay, aber ja, wir machen einfach mal weiter. Wollen wir das jetzt unkommentiert stehen lassen, oder? Du weißt, Was soll ich was zu dazu sagen? sagen? Ich wollte gerade mein Werkzeug rausholen, es wurde wieder Naja, eingebaut. du willst quasi was Also, bauen. Ja, ich will was bauen, oder? Du denkst, dass du natürlich. Ja, Okay, ja, also, ja. Cool, Cool. Auslegungssachen, was Cool. ist mit Ja. Shelter dazu? Okay, wir machen einfach mal Okay. weiter und gehen zum Thema Mücken. Wärme in der Nacht. Wärme in der Nacht. Wärme in der Nacht. Jetzt kommt das Nacktbild.
Na, hoppala, hier klopft aber ein bisschen. Was? 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 Oh, stark. Was? Oh, stark. Kommst du frei? Du hast nicht mal einen Schlafsack bei? Macht Feuer und so. Und Scheiße. Okay, ich habe eine Frage. Okay. Hast du das schon mal ausprobiert? Nö. Ja. Dann möchte ich mal hier und jetzt schon sagen, ich möchte gerne meine ich hatte vorhin haben sie gefragt, was ja. glaube ich jetzt erst raus? Ich würde jetzt gerne nochmal was ändern. Ja. Okay, Alter, was? Digga, du bist ja echt mutig. Dann machen wir, Fabio, sag mal eine Kategorie. Ja. Dann hätte ich gerne die Kategorie Werkzeug. Okay, Werkzeug. Dann, wenn du jetzt kriegen kannst, oder okay. Naja, wenigstens da. Oh, Fabio, da bist du wieder mit dabei jetzt, oder? Ja, da bin ich wieder dabei. Bestens ausgestattet bisher. Ja. Oh, warte. Oh, ja, klar. Alter. Ja. Da haben wir Messer und Säge. Bommel, nur eine Axt? Ja. Keine Säge, kein Messer, nur Axt. Stark, Alter. Okay, okay. Hier auch vielleicht. Zwei Messer, Säge. Fabio geht wieder auf ein reines Messer. Alter, ich frage mich, was da drin ist. Okay, und hier haben wir auch Säge und Messer. Ja. Machen wir aber, weil wir eben gerade fast dabei waren, das Thema Gefäß. Also, nimm das einfach mal Gefäß. Ja. Ey, Fabio, Alter, was? Alter. Was? Weißt du was? Der hat keine 7 mit, der hat nur 3. Ich sag's dir. Alter, Fabio, du machst mir Angst. Ja, also, ich kann's ja auch rausziehen, du Schummelig. So. Top. Fabio. Oh, Digga. Willst du deinen Hut kotzen? Ich weiß nicht, was da drin ist. Jetzt musst du mal wieder eine Kategorie nennen, weil. Kein Scheiß. Jetzt hab ich's durch. Das meinst du wirklich ernst? Nee, ist vollkommen ernst. Deshalb, also du kannst auch hier fühlen, die Aufregung ist mittlerweile da. Ist das der Finisher-Move? Aha. Mega Respekt, das überhaupt in Angriff zu nehmen. Ich bin... Noch habe ich aber nichts gemacht. Todesgespannt, was das wird. Ja. Also meine größte Sorge ist, weil ich mich halt so krass auf dieses Projekt gefreut habe, dass ich mir die Woche damit versaue, weil ich nach ein, zwei Tagen raus bin. Mhm. Aber das will ich natürlich nicht. Mein Anspruch ist natürlich, weil ich mich so krass freue, diese Woche durchzuhalten. Mhm. Und ja. Na denn. Vielleicht das Problem jetzt für alle anderen, früher rauszufliegen als Fabio, kommt dann wahrscheinlich nicht. Das wird jetzt immer schlechter. Ja. Ich würde mal noch die Kategorie aufmachen, Nahrungsbeschaffung. Geht angesetzt mit Niklas? Nee. Also wir sind jetzt zu dritt mit einem Fishing Kit. Ja. Da hätte ich echt gedacht, dass irgendwie für jeder eins bedeutet. Ja, safe. Thema Feuer haben jetzt einige schon ausgemacht. Fabio hat Feuerstahl dabei. Okay, wir haben zweimal Feuerzeug. Rest hat Feuerstahl, aber jeder hat was zum Thema Feuer dabei. Okay. Das gute alte. Ja. Gut. Ich habe noch eine Sache dabei, die habe ich noch nicht rausgepackt. Geht in Richtung Shelter, Basteln. Sonst was haben wir auch schon. Ja, Paracord hat sonst... Schon. Alter, wie viel Paracord hast du dabei? 30 Meter, jeweils 10 Meter ist das. 10. So wie jeder andere. Oh. Paracord haben auch noch 3 Leute, ne? Ja. Mhm. Gut, also mein Sack ist damit leer. Ich packe noch nicht. Noch nicht. Naja, dann holt mal raus. Was für eine Aussage. Oh, er geht auf die Moskito. Ja, nein, ihr kleinen Pussys. Pussy? Ja, klein. Oh. Das ist Kategorie, vielleicht unnötig, aber es gibt mir den Vorteil. Auf meiner Erfahrung heraus, hört zu, Schlaf ist wichtiger als Essen. Wir sehen uns in 7 Tagen. Damit das, bin ich Mic Drop. Das, was er sagt. Hat er zumindest irgendwie recht. Andererseits, also Schlaf ist wichtig, ja. Aber wichtiger als Essen, nein, weil schlafen kannst du quasi immer. Wenn du aber nichts zu essen bekommst, wirst du verhungern. Und deswegen ist Schlaf nicht so wichtig als Essen. Wenn man keinen Vorgeschmack kriegt, was es erwartet, Film ab. Okay, wollen wir mal rein. Der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Jeder muss mit 7 vorher ausgewählten Gegenständen und der Kleidung am Körper auskommen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Keine und noch Kontakt lebt. Kein Kontakt zur Außenwelt. Vollkommene Isolation. Oh, was hat er denn? Das
nass und hart. Und ich hatte noch nie so eine Schwierigkeiten. Hey. Ich habe mich noch nie so gefühlt wie gerade eben. Mir ist echt kalt, es ist unfassbar. Absolute Stille, absolut krass. Was ist der denn für eine Macke? Ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist wie gedacht. Es tut mir so leid. Ach nee. Für alle, die ich jetzt enttäusche. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiß. Hyped, Bock, Angriff. Seven versus Wild, sponsored by Rhino Shield. Okay. Na schön. Fein. Ich bin noch nicht so überzeugt. Also hier die Vorschau auf den badenden Typen. Okay, meinetwegen. Schaue ich mir auch gleich noch an, aber ich bin nicht wirklich überzeugt, dass das eine reale Sendung ist. Also klar, es wird alles schön real dargestellt, aber vermutlich ist es am Ende sowas wie das Dschungelcamp, wo einfach nur irgendeine Zivilisation, Vegetation aufgebaut wurde mit vielen, vielen Bäumen und ein bisschen Wasser drumherum und das ist am Ende alles irgendwie in einem Studio entstanden. Denn ich glaube nicht, dass die Leute wirklich ernsthaft draußen ausgesetzt werden. Vielleicht ja, vielleicht nein, wir wissen es nicht. Aber wir gucken uns gerne jetzt gleich noch die nächste Folge an. Beziehungsweise ich werde sie gleich aufnehmen. Und ihr seht sie dann beim nächsten Mal.